Der Aswang ist von grauenerregender Scheußlichkeit, egal ob an Gestalt oder Gesinnung. Bereits seit Jahrhunderten versetzt er die philippinische Bevölkerung in Angst und Schrecken. Woher die Aswang einst kamen, weiß niemand. Sie sind so alt wie die Menschheit selbst, wurden mit uns geboren, begleiteten uns durch die Äonen hinweg, doch starben nie mit uns. Sie sind immer noch da, offensichtlich und doch so verborgen. Denn genau das ist das Schreckliche an ihnen. Man erkennt sie nicht. Erst dann, wenn es zu spät ist. Und vertraue mir, die Erkenntnis wird grauenhaft sein. Und blutig, rot. Ein Aswang kann von männlicher als auch von weiblicher äußerer Erscheinung sein. Tagsüber passen sie sich an, leben unter uns und gehen rechtschaffenen Berufen nach. Oftmals handelt es sich um Berufe, in welchen man mit totem Fleisch zu tun hat. Etwa Metzger, Bestatter oder Pathologe. Sie sind weder jung noch alt, weder hässlich noch schön, dick, dünn oder in jeglicher erdenklicher Hinsicht auffällig. Sie sind ein Musterbeispiel an Normalität. Doch mit der hereinpreschenden Finsternis offenbaren sie ihr wahres Selbst. Rottendes Fleisch, welches von mächtigen, verkrümmten Knochen hängt, verschleierte Silbermurmeln als Augen, mörderische Krallen und Zähne, die dir die Haut und Muskeln in Fetzen vom Körper reißen können. Ein erdrückender Gestank von Tod und Fäulnis umgibt sie dauerhaft, wie ein schützender Kokon. Man munkelt, sie können sich in Fledermäuse oder geifernde Hunde verwandeln, mit kräftigen Kiefern, gigantischen Fängen und giftigem Speichel. Aber das ist nichts weiter als eine hohle Vermutung und stumpfer Aberglaube. Was viel realer ist und bei Weitem mehr Grauen verursacht, ist ihre Art und Weise, sich zu ernähren. Vor allem die der Weibchen. Ein männlicher Aswang ist einem Vampir oder Ghoul nicht unähnlich. Totes Fleisch, Kadaver von frisch Verstorbenen oder das köstliche Blut junger Frauen, den er in einsamen Bergregionen nachstellt, erhält ihn am Leben und gibt ihm Kraft. Die Einheimischen der Philippinen berichten immer wieder von Leichen, welche an den Rändern der äußeren Dörfer gefunden werden, auf abartige Weise zugerichtet und verstümmelt. Einigen Berichten zufolge wurden die Opfer bereits mehrere Tage vor ihrem Tod vermisst und wiesen nach dem Fund deutliche Zeichen von prämortalen Gewalttaten an. Sie wurden systematisch gefoltert und sind in einem langen, qualvollen Prozess nach und nach ausgeblutet. Ein Tod so grausam, dass ihn nicht einmal dein ärgster Feind verdient hätte. Aber es gibt etwas Schlimmeres. Was? Das frage ich dich, könnte schrecklicher sein als der eigene Tod. Folgende Geschichte wird dir die Antwort geben. Ein junges Paar lebte bereits seit einer geraumen Zeit glücklich zusammen. Sie hatten den Segen ihrer Eltern, ein kleines Haus, welches sie sich von ihrem Ersparten gekauft hatten, und die Liebe zwischen den beiden war so tief und rein wie das Blau des Firmaments, welches sich am Tag ihrer Hochzeit über allem erstreckte. Sie hatten beinahe alles, was sie sich im Leben wünschten. Beinahe. Der sehnlichste Wunsch der zwei war ein eigenes Kind, dem sie ihre ganze überquellende Zuneigung schenken konnten. Und eines Tages geschah es. Die junge Frau spürte zum ersten Mal, dass ein neues Leben in ihr erwacht war und in ihrem Inneren aufblühte. Ihr Glück war nun perfekt und sie waren sich sicher, dass es immer so bleiben würde. Allerdings ahnten sie damals noch nichts von dem Grauen, welches sie etwa ein halbes Jahr später ereilen würde. Das Kind wuchs ohne Komplikationen. Mit jedem Tag wurde die Liebe des Paares zu dem ungeborenen Säugling größer. Und sie malten sich die Zukunft ihrer kleinen Familie in den herrlichsten Farben aus. Die Frau befand sich bereits im 8. Monat, als sie zum ersten Mal den widerlichen, fauligen Gestank bemerkte, der sich nachts in ihrem Zimmer ausbreitete. Als sie ihren Mann am nächsten Morgen darauf ansprach, erwiderte dieser, ihm sei nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Als sich dieser seltsame Vorgang jedoch in der folgenden Woche jedes Mal beim Aufkeimen der Dunkelheit wiederholte, wuchs ein schrecklicher Gedanke in ihm. Mitten in der nächsten Nacht weckte er sie und fragte, ob sie den Geruch erneut wahrnahm. Sie verneinte und er war beruhigt. Er musste in seiner Vermutung wohl fehlgelegen haben. Plötzlich vernahm sie ein Geräusch, welches von unten vom Hof zu kommen schien. Der Mann sprang auf, griff sich eine Lampe und vorsichtshalber einen dicken Ast zur Verteidigung und begab sich nach unten, um nach dem Rechten zu sehen. Er schlich über den Hof und um das Haus, jedoch fand er nichts.
Als er unter dem Fenster zum Schlafzimmer stand, erstarrte er und sein Herz setzte für einen Augenblick aus. In das Holz von Wandverkleidung und Fensterrahmen waren riesige Furchen gegraben, wie von gigantischen Marderkrallen. Im selben Moment hörte er einen markerschütternden Schrei. Einen Schrei, wie nur ein Mensch unter Todesqualen ausstoßen konnte. Und er rannte. In seinem Kopf bildeten sich die schrecklichsten Bilder und ließen ihn vor Angst erzittern. Doch nichts, was er sich ausmalte, kam dem absoluten Horror, welchem er sich im Schlafzimmer gegenüber sah, gleich. Seine Frau lag totenbleich und seltsam verdreht im Bett, die Gliedmaßen von sich gespreizt. Der Atem kam in zischenden, kurzen Stößen über ihre Lippen und sie wimmerte leise. Über ihr hockte eine Kreatur, bei welcher es sich nur um einen fleischgewordenen Albtraum handeln konnte. Die Luft war warm und feucht, roch nach verwesenem Fleisch und frischem Blut. Mit Entsetzen erkannte der bewegungsunfähige Mann, dass das dünne Kleid seiner Frau hochgeschlagen war und der nackten Bauch der Schwangeren entblößte. Ein schleimiges, dickes, bezahntes Rohr steckte dort, wo der Bauchnabel war, in weißem Fleisch. An der Einstichstelle sickerten dünne Blutfäden hervor. Ein gieriges Schmatzen, Schlürfen und Saugen ertönte und der Mann sah, von bitterschwarzem Grauen erfüllt, dass dieses Rohr im Maul der Kreatur endete. Eine Zunge. Tropfend, von rötlich-brauner Farbe, innen hohl und an der Spitze verknöchert. Mit einem ekelerregenden Geräusch zog das Wesen die Zunge aus dem erschreckend eingefallen wirkenden Bauch heraus, starrte den schockierten Menschen mit toten Silberaugen an und zischte bösartig. Dann bewegte es sich mit unirdischer Geschwindigkeit auf das Fenster zu und verschwand in der Schwärze der Nacht. Die Frau verstarb wenige Stunden danach. Der Mann konnte die Ereignisse nicht verarbeiten und folgte ihr einige Tage später durch seine eigene Hand. Wenige Wochen nach dem tragischen Unglück erschien eine unbekannte Frau in dem Dorf, welche augenscheinlich kurz vor der Geburt stand. Niemand hatte sie je zuvor gesehen. Diejenigen, welche das Gespräch mit ihr suchten, wurden enttäuscht, denn sie verschwand bereits kurz darauf wieder flüchtig wie ein Nebelschleier. Allerdings gibt es Berichte von einem alten Mann, welcher behauptet, sie habe eines Abends auf dem Grundstück des verstorbenen Paares gestanden, zum Fenster heraufgestarrt und gelächelt. Na, wie fühlst du dich? Ich glaube, es macht keinen Sinn mehr, dir noch eine kleine Stärkung zu reichen. Aber ich hoffe, dein Magen hält noch einiges aus, denn nun komme ich zu der zweiten Geschichte. Du bist nicht sicher, ob du sie hören willst? Nun gut, ich werde dich nicht drängen. Ich kenne diese Geschichte ja bereits. Siehst du diesen knorrigen Strauch dort? Und darunter die Farnpflanze? Dies ist kein gewöhnlicher Farn. Ich weiß nicht, weshalb er hier wächst, denn er ist fremd. Exotisch, nur ein Gast in unseren Gefilden. Aber ich lausche dem Klang seiner Wedel, wenn der Wind durch sie streicht und sie leise säuseln lässt. Er flüstert mir die Mythen seiner alten Heimat zu. Und er hat Angst. Bist du sicher, dass du nicht noch mehr hören willst? Natürlich willst du. Also, lass mich fortfahren.